So, moin moin, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn es heute ein Double-Upload gibt. Soeben ist ein neues Thema reingeprasselt, was ich auf jeden Fall thematisieren möchte. Vor circa 2 Wochen habe ich ein Video hochgeladen mit dem Titel Gronkh gegen Videodiebe. Hier ging es darum, dass Gronkh zukünftig gegen Videodiebe, also gegen Leute vorgehen wollte, die halt die Live-Let's Plays von Gronkh bei sich auf dem Kanal hochladen und somit auf YouTube ungezeigte Let's Plays bei sich veröffentlichen. Hier war die Haltung der Community ziemlich eindeutig, die meisten der Kommentare waren der Auffassung, dass das so nicht geht, dass das natürlich das Recht von Gronkh ist, gegen so etwas vorzugehen, weil natürlich die Vorproduktionen der Let's Plays für seinen Kanal gedacht sind und für keinen anderen Kanal. Nun ist jedoch noch etwas anderes passiert. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt YouTube Best Offs. Dieser Kanal macht seit dem Jahre 2013 Best-of-Videos von den unterschiedlichsten YouTubern und hat inzwischen über 49.000 Abonnenten angesammelt. Die Betreiber von diesem YouTube-Kanal haben mich informiert, dass sie angeblich 3 Verwarnungen, 3 Urheberrechtsstrikes von Studio 71 bekommen haben. Jonas vom Kanal YouTube Best Offs schrieb mir, das erste gestrikte Video war ein Jahr alter Livestream, der auf privat war, in Klammern kann man noch eventuell nachvollziehen. Dann ein 5-minütiges Video, wo er eine lustige Geschichte erzählt, in Klammern, okay, kann man löschen lassen, muss man aber nicht. Und zuletzt ein normales Best Off, wo wir den Strike nicht nachvollziehen können. Mit diesen 3 Verwarnungen hat jetzt der Kanal YouTube Best Offs genau 7 Tage Zeit, um diese Angelegenheit zu klären. Bei Best Off Videos ist es sicherlich nie verkehrt, die Erlaubnis von den Let's Playern einzuholen, weil man damit dann in jedem Fall auf der sicheren Seite wäre. Hierzu schrieb mir Jonas, bei Gronkh war immer das große Problem, dass man ihn nie erreichen konnte. Und da es damals, in Klammern 2012, keinen Verbot von Seiten Gronkh gab bezüglich Best Offs, war das mehr oder weniger selbstverständlich, dass man ein Best Off über ihn machen durfte. So Jonas. Soeben hat Gronkh auf Twitter geschrieben, kein Reminder. Best-Offs von noch nicht erschienenen Live-Let's Plays. Ganze Livestreams, Live-Let's Plays. Bitte nicht hochladen. Ich habe natürlich nachgehakt, ob auch Vorproduktionen dabei waren, die nicht im Vorfeld veröffentlicht werden durften. Hierzu schrieb Jonas, nein, alle Videos waren mindestens 1/2 Jahr alt. Livestream Grim Tales 9 kam März 2016 raus. Es wurde aber nie auf YouTube hochgeladen. Das Best-Off Minecraft Live in the Wood kam circa zu selber Zeit raus und die Geschichte ist etwas neuer, aber 100% sicher nicht aus einem Livestream. Sie hätten aber das Video mit dem Livestream ganz bewusst auf privat gestellt, weil sie gewusst hatten, dass das nicht erwünscht ist. Hierzu sagt Jonas, Strike geht in Ordnung, nur bei der zusammengeschnittenen Geschichte und dem Best-of bestanden beide Videos aus Content bereits hochgeladener Videos von Gronkh. Das, was Gronkh auf Twitter geschrieben hatte, das kann man, glaube ich, voll und ganz unterstreichen. Die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Kriterien hier in diesem ganz konkreten Fall auch zutreffend sind. Und währenddessen ich hier gerade die News aufnehme, überschlagen sich die Ereignisse. Gronkh hat soeben auf Twitter geschrieben, hab Studio 71 angetippert, weiß aber nicht, ob da gerade auch Ostern ist. Ab diesem Zeitpunkt kann man jedenfalls davon sprechen, dass sich Gronkh dafür einsetzt, dass dieser Kanal nicht gelöscht wird. Von dem YouTuber Domtenno haben ebenfalls die Jungs von YouTube Best Offs Zusammenschnitte für den Kanal gemacht. Und Domtenno schrieb im Vorfeld auf Twitter, setze mich auch dafür ein, die Jungs haben nichts Böses gemacht. Also wir haben einen turbulenten Anfang und ein entspanntes Ende, so muss eine YouTube-News sein. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.